Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Video von Shakes and Fidgets The Game hier auf Deraphins Channel. Ja, hier bin ich und wie versprochen gibt es heute quasi wieder ein kleines Spezial in diesem Video. Im letzten Video habe ich es ja angesprochen. Ich habe Ewigkeiten nichts mehr im Turm gemacht. Ja, ich bin Level 371. Sorry nochmal dafür. Das habe ich im letzten Video falsch gesagt. Da habe ich ja dreistesterweise behauptet, ich wäre schon 372. Das stimmt natürlich nicht. Aber bald. Nichtsdestotrotz, so lange werde ich aber nicht mehr warten, bis es hier vorangeht im Turm. Jetzt beginnt nämlich erstmal die riesengroße Skillerei. Und guckt euch das an, wie die Stats explodieren. Das fällt einem so gar nicht auf. So, wenn man jetzt immer einzeln klickt, dann geht es halt so ein bisschen. Das ist ja krass. Hammermäßig. Ja, extrem brutal hier, wie die Werte nach oben gehen. Vom Schaden her. Vom Leben, nice. Und natürlich auch die Resistenzen. Schick, schick, schick. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, gut, alle geskillt. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Der Rübezahl, ein Int-Gegner. Ja, an dem habe ich ja damals, wo ich aufgehört habe, so ein bisschen gehangen. Schauen wir doch einfach mal, wie es hier jetzt direkt beim ersten Versuch läuft. Ob ich jetzt wirklich es schaffe, durchzumarschieren. Und ich muss ja schon sagen, es sieht ja schon echt brachial aus, was allein der Krieger eben reingerockt hat. Oh, jetzt läuft es natürlich eher nicht mehr so gut. Aber gut, 50% HP, der Crit hätte jetzt nicht sein müssen. Der Crit hätte auch nicht sein müssen. Ja, will der mich denn verarschen? Aber jetzt, das sieht solide aus. Das sieht doch solide aus. Ja, sauber. Und Kriegerhandschuhe gab es auch noch oben drauf. Warum gucke ich denn dann überhaupt bei meiner Kunigunde hier, Krieger? Es hätte ja mal, also es gibt ja hier so Sachen, die sind wesentlich mehr abgelaufen. Hier zum Beispiel der Gürtel. Der Gürtel oder das Püppchen zum Beispiel. Aber nein, es gibt Handschuhe, die, naja, frisch würde ich es jetzt auch nicht mehr nennen. Aber es gäbe Teile, ne, die wären besser. Doch einfach mal nochmal bei den anderen Klassen, dann kann man sich so überlegen, ja, das ist alle Attribute, das ist schwierig, so halt so. Aber ansonsten, der hat halt echt viel alle Attribute. Und wie sieht's bei, die Kunigunde hat von allen natürlich so mehr oder weniger das Beste, weil die immer meinen abgetragenen Plunder kriegt. Ja, so schlecht ist das Equipment von allen ja gar nicht. Ich meine, klar, das geht besser und wenn man jetzt hier wirklich, sage ich mal, Hardcore-Pilzer wäre. Ah nein, jetzt ist das hier wieder passiert mit der Leiste. Dann muss ich das hier, dann muss ich dann im Schnitt machen. Ach herrje, wieder extra Arbeit für mich. Ich bin doch so faul hier mit dieser Leiste. So, gleich ist sie weg und dann verschiebe ich das Bild und alles gut. Nur, ja, hier, Pilzvideo jetzt nicht, Dera. Ab dafür, schön hier Turm weiter. Es ist ja hier Turm-Spezial quasi. Eieiei, drei Bärchen, die drei hungrigen Bären. Na, was denn los? Wer hat von eurem Tellerchen gegessen? Jemand, der euch das Henkersmal nicht gönnt. Auf sie. Ja, naja, mal sehen, ob es diesmal schon wirklich ihr Henkersmal war. Lassen wir uns doch überraschen. Keine Ahnung, wie weit ich jetzt kommen werde. Ich habe keinen Plan, auch kein Limit. Ich werde allerdings so dann bei 15 bis 20 Minuten auch dann mal Schluss machen. Und wenn es super läuft, im Zweifelsfall mal noch ein weiteres Video folgen lassen oder so. Das schauen wir doch einfach mal. Bin ja jetzt selber gespannt, ob ich jetzt wirklich durchmarschieren kann oder ob ich dann bei dem Dungeon jetzt hier schon eine kräftige Klatsche bekomme. Ist halt alles so ein bisschen zufällig hier, wenn da so elend Crits passieren und Faxen. So wie eben bei der Kunigunde, drei Crits, da lag sie im Dreck. Ja, hier geht es jetzt nämlich schon wieder weiter. Was ist denn hier überhaupt? Oder die, besser gesagt, die Stärkegegner. Naja, gut, das sollte doch klappen. Ja, mit Dera kann ich ja dann auch noch einiges rausreißen. Also, diese Portal-Boni, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich würde mal glatt sagen, diese Portal-Boni gehen ja auch nicht auf die Begleiter. Von daher sind die ja, sag ich mal, im Vergleich zu früher zumindest, dem Spieler stärketechnisch bedeutend unterlegen. Was zum einen, was den Schaden natürlich angeht, den man rausrotzen kann, aber natürlich auch, was die Standhaftigkeit
im Kampf selber angeht und das sieht doch eigentlich ziemlich super aus. Da will ich doch noch gar nicht bangen und überlegen, was hätte sein können. Naja gut, ich will jetzt nicht zu laut schreien. So, was haben wir da? Auf jeden Fall eine Kette für den Krieger. Naja gut, der Gürtel wäre mir nach wie vor. Der Gürtel, ne? Da könnten echt so viele Stats mehr rumkommen, aber gut. Dann halt nicht so. Alte Kette, ab damit, weg damit. Ach, schon wieder eine Quest. Ich wollte ja hier nicht Quest-Spezial machen. Ich wollte eigentlich Turm-Spezial machen. Mensch, Mensch, Mensch. Joa, was haben wir denn da Schönes? Die sieben Geiseln. Okay, Geiseln sind's. Erzählt einfach, ihr wolltet sie aus den Klauen des Wolfs befreien und dabei standen sie aus Versehen in der Schusslinie. Ja, so kann man sich das natürlich auch schön reden. Okay, sehen ja ganz knuffig aus, aber dann geben wir ihnen jetzt einfach mal auf die Mappe, ne? Kann man ja mal machen, hier so die armen Geiseln verprügeln. Eieiei, ja, gutes Gewissen habe ich dabei ja eigentlich nicht. Aber was soll's? Hier, mehr Gold für mich und so. Da müssen natürlich Opfer gebracht werden. Mit dem Turm, mit der Turmetage davor sind es quasi für 2% mehr Gold ganze 10 Todesopfer. Ja, hallo? Das ist doch brutal. Muss denn das sein? Ja, muss denn das sein? Ich sage nein. Doch, natürlich, ich will ja das Gold. Hallo? Drei Crits? Was soll denn das? Ich glaube, die spinnen, ey. Eieiei, na jetzt ist natürlich. Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt und bekomme jetzt hier schon tatsächlich die erste Klatsche. Die Kunigunde könnt ihr auch mal ein bisschen ausweichen und sich nicht so übelst critten lassen. Oder wenn, dann wenigstens genau ein bisschen zurückcritten. Ah, so muss das aussehen. Crits und au. Ah, ja, man muss nur mal meckern. Ne? Jetzt kommt jetzt nochmal ausweichen. Yes! Und nochmal ausweichen. Dammit. Ja, aber 40 Millionen. Das sollte doch zu machen sein, oder? Ich denke, das ist locker drin. Locker flockig. Ah ja, hier, komm, mit 6,6 Millionen Crits. Da geht doch was. Da geht doch was. Und ein Blick auf die Uhr zeigt mir, ah, oh, wir sind auch noch super hier im Zeitrahmen. Wenn das so super weiterläuft, ich glaube, wir haben auf Holz, dann könnten nach heute noch definitiv ein paar Turmetagen fallen. Und es gab sogar ein Halloween-Epic und alle Attribute. Na, hurra. Ja gut, zum Beispiel der Krieger könnt ihr fast was mit anfangen, weil das Plus 3 ja so extrem outdated ist. Der hat sogar, ja, das ist nicht so eine große Verbesserung. Und die Kunigunde, naja gut, die hat ein relativ, relativ ist da auch relativ, relativ aktuelles Geschicksschmuckstück, also klarer Fall, es kriegt der Krieger, verliert nur 20, 20, 20 bei Stärke, Ausdauer und Glück, aber bekommt dafür um einiges die Resistenzen aufgemöbelt und gerade die Turmgegner in Richtung Int und Geschick sind natürlich immer die Kniffligen. Joa, schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Wen haben wir da jetzt? Die sieben Zwerge. Schon wieder sieben. Das ist ja die Folge verkommt hier heute zum reinsten Massaker. Halleluja. Ja, schauen wir doch mal. Was steht denn da? Haben die nicht diese gleichgläubige Prinzessin entführt? Zumindest wurde ihre DNA hinter den sieben Bergen gefunden. Ja, was? Eieiei, na, ich möchte, ich, das, was jetzt in meinem Kopf vorgeht, das sage ich jetzt nicht. Das wäre dann nicht mehr so jugendfrei. Kann sich ja jetzt jeder seinen Teil denken. Ich hoffe, es wurde auch keine DNA von den Zwergen gefunden. Nein, es ist aber gut. Zumindest wird dann gleich DNA von den Zwergen gefunden, nämlich in der Blutlache, die vom Kampf übrig bleibt. Mensch, 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 der Bertram, ich bin ja entzückt. Also sonst war ich immer so ja nicht so begeistert von Bertram, ne? Ja gut, der ist jetzt auch ordentlich stark im Vergleich, dadurch, dass ich jetzt so viele Etagen oder so lange keinen Turm mehr gemacht habe. Oh, und schön critten, genau. Und noch ein. Sauber, 13,6 Millionen. So muss das. Ja, das sieht doch gut aus. Nee, aber ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht davon, wie das hier gerade läuft, wie der Krieger, der Bertram, der Birdie,
der Birdie reinhaut und auch der Marquardt. Wie kann man denn den Marquardt verniedlichen? Der Marky, der Birdie, der Marky und die Kuni. Aber Kuni ist doof irgendwie, oder? Was sagt ihr? Ja, keine Ahnung. Aber den Birdie finde ich am besten. Alter, der Birdie ist mein Buddy. Der Birdie Buddy. Ja, ja. So, ja, läuft doch. Mensch, jetzt hier die 7 Zwerge massakriert. So mehr oder weniger. Ich meine, viel kann da nicht mehr schief gehen, aber man will es ja nicht verschreien. Und das nächste Halloween-Epic. Ach komm. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich habe doch eben erst Handschuhe bekommen. WTF, ey. Oh, na sowas ärgert mich immer. Aber das ist typisch mein Glück, ne? Typisch mein Glück, das kann auch nur mir passieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, was soll's. Ah, hier Rotzquesten. Naja, so, warte mal, jetzt habe ich gar nicht... Das war sogar schlechter, glaube ich. Oh ja, aber bedeutend mehr Rüstung. Ich gebe ihm einfach mal das hier. Einfach, damit er hier einen auf Freddy Krueger machen kann hier so. Zack, und das Teil weg. Und dann geht's auch munter weiter im Turm. Jetzt beim Drachentöter. Ein ehrbarer Drachentöter. Jeez. Schlecht für ihn, dass ihr keine Drachen seid. Ja, in der Tat. Eigentlich ist das ja fies, dass man hier Kämpfer für das Licht und Gute jetzt wegmetzelt, aber gut. Bisschen Schwund ist immer, wie es so schön heißt. Ich sag das jetzt hier so, dass man ihn wegmetzelt, aber irgendwie. Ja, besser. Komm, hier, Crits. Jawohl. Aber keine kassieren. Besser. So, Crit. Zack. Oh, da kommt's direkt zurück. Ich krieg die Krise. Ja, das sieht da jetzt prozentual schon mal nicht mehr so toll aus, wie noch in den Kämpfen davor. Alter, Marky. Der Marky, der reißt es raus. Oh ja, der ist zwar jetzt doof. Der hätte schon noch einen Hit machen können, der Marky. Und die Kuni? Ja, Kuni ist ein scheiß Verniedlichung oder Kosename, whatever. Kunigunde ist da ja schon drin. Ja, Marquardt ist der Marky. Ja, das ist... eine Abhandlung? Ah nee, ah, jetzt wird's zu blöd. Aber ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ich ab den nächsten Turmetagen, Turmvideos, was auch immer, die ich mache, die Kunigunde nennen soll. Aber bleibt human, ne? Also nicht irgendwie nicht zu schlüpfrig oder sonstiges. Ja. So. Haben sie mir aber auch gut Arbeit übergelassen, muss ich sagen. Oh, und wenn ich jetzt hier auch noch gecrittet werde, dann gefällt mir das natürlich nicht so gut. Aber meine Crits sehen natürlich gut aus. Jawohl. Au, Mensch. Lass doch den Scheiß. Komm noch, einer. Einer geht noch. Ah. Jetzt aber. Und Schuhe für den Krieger. Na, was sagt man denn dazu? Der Krieger kriegt ja hier Schuhe. Da sind Schuhe. Ah, ja. Ah, nehmen wir die, komm, jetzt hier, die neuen, sind ja neu und... Aber der Gürtel, hä? Es ist total beknackt, echt. Aber der Gürtel ist, glaube ich, mit Abstand das veraltetste Begleiter-Item, was ich da so angezogen habe, den Typis. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da ja heute noch einen. Wäre ja schön, was haben wir denn da? Den Dukatenesel. Ab für Mittelbereitheiten für maximalen Reichtum, aber Vorsicht! Wer weiß, was in dem Sack ist? Ja gut, ein Knüppel, ne? Oder was soll da sein? Oder reden die vom Esel? Ich möchte es nicht wissen. Wir kämpfen einfach munter weiter, immer feste drauf. Immer schön kritten, Birdie, und dich nicht kritten lassen. Ich wollte gerade sagen, weich doch mal aus, aber das kann der ja gar nicht. Aber zumindest mal nicht hier so... Ja, ja, komm! Das ist ja, das sieht ja aus, als würde der quasi seine Fresse extra, hallo, zum Draufkloppen hinhalten. Der wird ja hier weggecrittet. Skandal. Also, das war ja jetzt nicht so eine tolle Vorstellung, muss ich ja echt mal sagen. Also, er hätte sich ja jetzt schon mal ein bisschen mehr anstrengen können. Dann wieder Marky. Der Marky, der war gut drauf.
Jetzt aber noch 83 Millionen. Da muss die Kunigunde jetzt aber schon ordentlich reinrocken, dass ich nicht mehr, hallo, dass ich nicht mehr, ey, was ist denn los? Ey, es ist ja nicht mehr normal, was der hier abkrittet. Verrückte Sache und ey, Leute, ist doch nicht mehr normal, jetzt mal im Ernst. Junge, Junge, da habe ich aber jetzt hier ganz schön noch was zu tun. Ich bin jetzt einfach mal pessimistisch und sage, nee, jetzt gibt es zum ersten Mal aufs Maul, um es mal so zu sagen. Man kann mich ja gerne eines Besseren belehren und sagen, oh, Dera, ich hätte gedacht, das klappt und siehst, es hat geklappt, du hast ja gar keinen Plan. Was hast du denn? Au, je, au, jetzt aber, jetzt muss. Fuck. Scheiße. Oh mein Gott. Ach, das ist ja echt Kacke hier gelaufen jetzt. Dass es noch so knapp wurde, aber vor allem. Dass es doch so knapp wurde. Aber ich hab's euch gesagt. Ich hatte recht. Und jetzt sagt nicht, wenn ich nicht gesagt hätte, das klappt nicht, dann hätte es geklappt. Und hin und her und sowieso. Das stand so in der Prophezeiung. Das habe ich heute Morgen im Kaffeesatz gelesen. Aber ich trinke ja gar keinen Kaffee mehr. Ich trinke ja keinen Kaffee mehr. Ich trinke ja jetzt nur noch Tee. Finde ich, ist glaube ich sogar gesünder. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich trinke Kaffee nur noch als Genussmittel. Aber das ist jetzt nur so nebenbei, weil ich kann mich noch. Ach so, Kaffeesatz, genau. Ja, aber so langsam möchte ich hier auch mal dann langsam in die Puschen kommen. Wir nähern uns bald den 20 Minuten. Und zumindest die nächste Etage möchte ich nochmal antesten. Ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick mehr, wie viel es überhaupt gefallen hat. Warte mal, doch. Ich war bei der 85, 86, 87, 88, 89, 90. Naja, wenn es jetzt nicht klappt, dann wäre das ja auch ein guter Abschluss. 5 Etagen geschafft. Von 86 bis 90. 5 Etagen, ja. Dann mache ich im nächsten Video die nächsten 5. Wenn das so einfach wäre, ne? Ja gut, doch schon. Also machbar wäre das schon. Also wenn man bedenkt, da ist ja schon längst auch die Etage 100 gefallen. So am Stück könnte ich das dann jetzt wie heute natürlich nicht machen, aber dann halt immer mal probieren und dann zusammenschneiden oder so. Schauen wir mal. Aber jetzt habe ich vor lauter Laberei gar nicht aufgepasst und das sieht ja jetzt definitiv besser aus als eben. Ich hab jetzt nicht gesehen, wer so gut war. Hab jetzt leider nicht gesehen, wer so gut war, aber irgendjemand war schon gut. Also muss man jetzt schon sagen, weil das sieht ja jetzt mal ganz anders aus. Oh, und eine Halloween-Waffe. Das ist die vom Magier. Auch eine ganz nette Streuung, wie ich finde. Nicht zu groß, nicht zu klein. Alle Attribute ist jetzt leider nicht so der Hammer, aber so viel alle Attribute, dass ich sage, okay, die 100 int Ausdauer und Glück, da kann ich dann mal drauf verzichten und auch weit über 100 Durchschnittsschaden mehr. Doch, schickes Teil. Oh, und die macht so lustige Geräusche. Das finde ich so lustig, den Soundeffekt von dieser Halloween-Waffe. Die ist so richtig. Ich finde es ziemlich lustig. Wen haben wir denn da jetzt? Die Erbsenzählerin. Ja, die Erbse ist, muss sie nicht lange zählen. Die ist recht groß und offensichtlich. Ihre Zählmethode mag etwas unkonventionell sein, aber immerhin lag sie auf der Erbse genau richtig. Jo, schon irgendwie, ne? Dann schauen wir doch mal. Auch wieder Stärke. Sag mal, kommt denn da überhaupt noch mal irgendwas anderes als Stärke? Ich sag mal so. Nicht, dass ich mir das jetzt wünschen würde. Da soll mich der Turm jetzt quasi mal nicht falsch verstehen. Also, ich brauche jetzt nicht unbedingt dann noch 8 Kundis oder Magier. Aber ja, ist ja schon wirklich auffällig. Das ist ja jetzt im Portal auch irgendwie ganz anders. Da hat man ja ständig so eine ekligen. Warum macht das dieses Geräusch? Da machen die wohl unterschiedliche Geräusche. Ich kenne nur dieses so, wisst was ich meine, dieses Horrorgeräusch so hier. Ach, wie soll ich sagen? Naja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich kann es nicht nachmachen. Ich höre lieber auf. Nee, ich kann es nicht nachmachen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diesen Schocker-Sounds so. Ja, whatever. Ja, komm, Kunigunde, jetzt aber mal noch ein bisschen ausweichen und critten, bitte.
Ja. Also 50 Millionen hätte ich dann schon gerne gesehen. Also, so, das ist jetzt immer so ein Wert. Der ist machbar, aber puh, das kann auch schnell ins Auge gehen, wenn ich das hier alles alleine machen muss. Aber ich bin in dem Fall jetzt einfach mal optimistisch und sage, dass, das klappt noch, das klappt noch, das klappt noch. Was? Wie viel Schaden war das? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Das muss ich gleich nochmal. Hä? War das in die 20 Millionen? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nein. Da habe ich mich verguckt. So, einen noch. Oder ich sage jetzt einfach, das Video ist jetzt schon ganz schön lange, liebe Leute. Es ist schon ganz schön lange. Naja, was soll's. Jetzt so lange Abstinenz gewesen, abstinent gewesen, oder ihr musstet abstinent sein, quasi von meinem dummen Geschwätz. Ich sage jetzt einfach mal, ich mache jetzt das Video noch so lang, bis ich das nächste Mal den Kampf verliere. Das soll jetzt natürlich auch so ein bisschen Ansporn für meine Leute sein, dass ich hier am besten noch 3 Etagen durchrocke oder so. Wäre natürlich ganz schick, ne? Naja, gucken wir mal. Das sieht da jetzt erstmal. Ja, ist noch machbar. Die Kunigunde muss jetzt einfach mal ein bisschen gescheit kämpfen. Mal ein bisschen critten, mal ordentlich ausweichen, dann geht da was. 30 Millionen kann die schon auch machen. Also, das habe ich ja selbst damals, als sie noch nicht so doll geskillt war. Och, da hat die schon auch manchmal durchaus 20 Millionchen machen können, wenn sie einen guten Tag hatte, quasi. Schauen wir doch mal. Sie crittet zu wenig und kriegt gut auf die Fresse. Eieiei, das ist jetzt wieder so eine Menge an Leben. Beim Gegner, boah, ist jetzt nicht so toll. Und wenn ich dann auch noch gecrittet werde, das ist immer eine Scheiße. Ah, das sehe ich überhaupt nicht gerne. Ausweichen, du Klongo. Mann, 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 Mann. Oh, just. Ich krieg die Krise hier. Es läuft nicht gut. Ach, was? Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, aber was soll's. Ich halte mein Wort, dass ich jetzt erstmal aufhöre. Ich halte aber auch mein Wort, dass das nächste Turm-Special, sage ich mal, auch nicht lange auf sich warten werden lässt. Ja, und ich würde sagen, besten Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch ein wenig unterhalten haben zu können. Ja, wünsche euch. Oh ja, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich wünsche euch viel Spieß, ja. Spießt schön, Schaschlik oder Gemüse. Nein, ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen wunderschönen Tag. Tschö.